Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Second End Layer. Und dieses Mal sind wir hier in der Feste. Ich bin hier und habe den Drachen letztes Mal besiegt. Dieses Mal wollen wir noch den Rest von dem Ganzen erkunden. Und ich muss mal gucken, ob ich diese Mikrofoneinstellung richtig getroffen habe. Denn wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist hier ein neues Mikrofon am Werke, wo den Sound etwas anders klingen lässt. So, Verteidigung. Wir haben den Exorzismus schon gehabt. Tilgung brauchen wir hier nicht. Ja, da können wir kurz pausieren. So. Jetzt müssen wir erstmal die Gegner hier loswerden. Ich hoffe, von den Soundeinstellungen ist alles okay. Da das Ganze jetzt mit dem neuen etwas umgesteckt werden musste, bin ich mir nicht sicher, ob ob alles so ist, wie es sein soll. Und ich habe ganz vergessen, dass Edea einen neuen Job braucht. Moment. Sie kann. So. Sie hat nämlich den Stufe 10 des Templers erreicht. Deswegen kriegt sie hier auch keine Jobpunkte aktuell. Und wir müssen ihr einen neuen Job verpassen. Wir können es ja nicht auf uns beruhen lassen, dass sie einen Job fertig gelevelt hat. So, mit dem Templer fertig. Und ich hatte jetzt mal die Idee, warum gehen wir nicht die andere Richtung hoch. Wir machen den Freiberufler und die kriegt die Templer-Fähigkeiten als Passiv. So, hat ein paar Sachen, ja gut. Das müssen wir noch alles mal umsortieren, wenn sie was Größeres hat. Freundschützen. Ein BP hinzu. Ah ja, gut, das kann bleiben. Ansonsten die Ausrüstung, weil ich glaube, bei ihr macht es jetzt keinen Sinn. Die hat B auf alles. Moment, können wir gleich mal nachgucken, wie es bei ihm aussieht. Ansonsten würde ich jetzt natürlich auf ein Video zurückgreifen, das diverses. Nicht Objektguide, wo ist es denn? Ne, das sind Ereignisse, das sind Videos, da können wir nicht rein. Oder sollte man nicht rein? Ich möchte die Jobs haben. Ne, das sind die Objektguides, sind nicht die Jobs drin. Das sind Gears Logbücher. Ah, in der Hilfe sind sie drin, Jobbeschreibung da. Und was hat der? Oh, der hat B in allen Waffen. Okay, das erklärt einiges. Dann hat er auch immer die beste Waffe als Auswahl. Und ich habe mir doch gedacht, dass es hier irgendwo zu diesem Schalter gehen muss, damit wir da weiterkommen. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Drachen besiegt. Ich gehe davon aus, dass alle anderen Drachen auch dran kommen. Also haben wir noch 6 Drachenkämpfe vor uns. Bin mir aber nicht sicher, ob das in welchem Zusammenhang das mit den Gegnern liegt, mit den Gegnern, was erzähle ich denn da wieder für einen Schluss? Mit den, ob das irgendeinen Zusammenhang hat, ob es da einen Gegner gibt, der da die freigelassen hat, weil angeblich hat ja Yoko, hat die ja besiegt. Und deswegen ist es schon etwas verwunderlich, dass wir überhaupt gegen die kämpfen müssen. So, dann kann er zum Spießhorn greifen. Sie hat. Kann ich hier überhaupt. Nee, hier kann ich nichts machen. So. Hier noch ein bisschen die Weihespam. Was auch ein schöner Begriff für WoW-Spieler ist: Weihespam. Und natürlich ist jetzt blöd, dass der. Okay. Schlecht.
schlecht, muss ich sagen. Dann gucken wir mal, dass wir uns verteidigen. Und erstmal Yu wieder beleben. Super. Perfekt. Wir kriegen genau das nicht, was wir wollen. Jetzt machen wir mal hier Wurfpfeile, weil der Heino muss auf jeden Fall weg. Ah, das ist noch okay. Und jetzt haben wir das Bollwerk draußen. Da sollten wir keine Probleme mit haben. So. Wolfs und Wolfsheim. Und verteidigen. So. Das Mana, das wir kriegen von dem Passiven, ist auch genug. Ich meine, Weihe kostet 24 und wir kriegen 30 zurück. Das ist heftig eigentlich. Wir sind immer am Limit. Und wir haben Räuberland, also Stufe 10 des Diebes-Asterisken. Was eigentlich auch wieder super ist, wir können dann den Job wieder wechseln und müssen mal gucken, wie viele Jobs haben wir denn schon auf Stufe 10, wobei Prinz der Diebe... Ja gut, das müssen wir noch ein anderes Mal machen. Ah, den Schwertmeister haben wir noch nicht voll gelevelt. Oder sollen wir mal einen der neueren nehmen? Haben wir da... Moment, wir können den Yokai haben wir gerade an, der Wächter... Er ist eher so eine Schutzklasse. Den Kaiser haben wir schon gemacht. Den Kämpfer. Müssten wir auch mal machen. Ja gut, macht den Schwertmeister. Gut, ja. Damit wird der Schaden wahrscheinlich geringer. Aber du bleibst bei Schwertkunst, genau. Schwertmeister und Schwertkunst. So, das haben wir wieder das Problem, dass wir nicht durchkommen. Und ich gehe mal stark von aus, dass hier wieder ein Weg ist. Sinnlose Wege gibt es selten. Und hier haben wir auf jeden Fall... uns fehlt der eine BP am Anfang. Achso, das kommt von der Ausrüstung wahrscheinlich. So. Hier nochmal verteidigen und da können wir so rangehen. Und los geht's. Oh je, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Oder auch nicht. Seltsam, ich habe gedacht, das reflektiert jetzt. Dann eben nicht. Und nein, ich möchte jetzt nicht unbedingt noch einen. Wobei, die waren ja eigentlich nicht so schwer. Standhaftigkeit, das ist das, was man mit einem KP überleben kann. Ja, logisch. Irgendwie scheinen hier alle Schalter in versteckten Wegen zu sein, habe ich gerade so das Gefühl. Da war ja der erste ganz unten, die zwei jetzt hier. So, dann kann ich hier runtergehen. Ich weiß zwar nicht wirklich, was uns hier erwartet, aber scheinbar gehe ich richtig. Was haben wir hier? Wir haben den großen Typen mit Schild. So. Dann machen wir mal Verzweiflung. Moment, sie kann... Eigentlich kann sie schon heilen. Wir haben ja genug Mana-Regeneration. Und er braucht unbedingt Mana. Oh je, die buffen sich jetzt auch noch. Boah, 300. Ja, das ist heftig. So. Dann kann man erstmal wiederbeleben. Das ist so. Es wird immer wieder dasselbe sein.
Aber da wir fast 300 mit einem Schlag bekommen haben, können wir uns darauf verlassen, weiterhin. Okay. Bitte ein Echo. Oder auch nicht. Dann. Wo ist Engel? Da. Ihr wollt mich verarschen, oder? Also, ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, dass wir hier so, dass wir hier irgendwie was falsch machen. So, jetzt ist der erste erstmal weg. Und dann kann ich auf den einschlagen und ja, you wiederbeleben. Okay, das ist jetzt schlecht gelaufen, weil you nicht wiederbelebt wurde. Aber so ist es nun mal. Ich hasse es, wenn die Magie nicht unbedingt verantwortlich ist, aber die Gegner einfach. Was ist Segen? Ach, Segen ist. Was? Ein Ziel aus dem K.O.-Zustand zurückholen. Ach so. So. Und erledigt. Okay. Wait. Wohin sind wir jetzt gelaufen? Ja, total falsch. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Okay, Wolfsfang auf den Stab. Was? Nee, kann nichts Neues. Aber ich könnte einen großen Schlag mal machen. Da haben wir ja genug. Und besonders mit dieser riesen Axt. Wow. Das geht eigentlich schon recht gut. So, dann zack. Und Angriff. Und ihr könnt euch verteidigen. Seltsam, dass der Schildtypi nichts abfängt. Aber der stirbt dann eben. So, Tiss ist ein Level aufgestiegen. Die anderen hinken etwas hinterher. Aber macht kein Problem. Wir gehen einfach zum nächsten. Schwarzer Gürtel. Vielleicht müssen wir. Moment, ich guck gleich mal. So. Haben die Blitzschwäche, dann. Halt. Blitzschwäche ist das. So, mal sehen, ob wir ein Echo kriegen. Da braucht man noch nicht mal. Und wir dürfen zuerst angreifen. Okay, der hat Magie verringert. Also auch was. Und die sind extrem schnell, muss ich sagen, dafür, dass wir. Ja, die sind schnell. Dafür, dass das ja eigentlich eher so die dicken, langsamen sind, schlagen die doch immer zuerst zu. Das macht das Ganze nicht einfach. So, wir kommen hier raus, aber was ist, wenn ich hier. Ah. Ich hab's dir doch schon fast gedacht. Wäre ja auch zu einfach, wenn's. Zu schwer, wenn es irgendwie einen komplizierten Weg gäbe, den man nehmen muss.
Im Übrigen hätte ich gern ein Feedback von euch, wie das Ganze hier jetzt sich anhört. Und ich glaube, ihm geht das Mana aus. Das ist nicht so toll. So, dann konter mal. Na gut, macht nichts. Und dann können wir hier vielleicht mal opfern. Leben geben, feindlich, nee, was ist das andere? Genau, Nächstenliebe. Und du machst einfach einen Osmosehammer, dann haben wir das Ganze. Okay, 328. Das geht ja noch. Hier wieder das. Und vielleicht eine Heilung spammen. Ach, die Scharfschützen wieder. Oh je. Das kann was werden. Wobei, was machen wir hier? Wo ist Eis? Ich brauche Eis. Ah, da. So. Ach, die kann ich nicht angreifen in ihrem Scharfschützenmodus. Ja gut, das ist natürlich vielleicht doof. Doch nichts gewagt. Perfekt. Das ist nämlich der Punkt. Wenn die Scharfschützenmodus haben, das hätte ich jetzt auch so nicht mehr auswendig gewusst, dann können die nicht angezielt werden. Heftig. So, heil alle. Mal sehen, was die da machen. Einen müssen wir doch down kriegen. Ja, perfekt. Wow. Okay, dann lieber nochmal ein Bollwerk draufhauen. Und er kann warten. So, wir müssen uns weiter verteidigen, weil die nicht rauskommen. Okay, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Nee, verteidige dich mal. So. Mal sehen, ob er früh. Oh, 9999. Ja, das ist gut. Mit Bollwerk haben wir die perfekte Verteidigung. So, Magnolia, You und. Nee. Wir haben weitere Joblevel erreicht. Konter plus. Und Abwehr plus 20%. Na, das wird doch langsam. So, schauen wir mal, vielleicht können wir noch ein Kämpfchen machen oder gucken, worum es. Eine Schleife erhalten. So. Hier müssten wir irgendwie wieder rauskommen, glaube ich. Wenn nicht, haben wir es jetzt geschafft. Also ich habe jetzt auch keinen Schalter gesehen, von daher denke ich mal, wir sind sogar wirklich fertig mit dem Zeitportal. Die Schleife war jetzt das Wichtigste, was wir hier gefunden haben. Dann können wir uns hier freuen. So. Erstmal in die Verteidigungshaltung gehen. Weil der. Oh ja, da haben wir gewonnen. Ja, ein Echo langt schon. Selbst weil ich den Zauber auch noch zweimal caste. So, jetzt dürften wir aber den Exorzisten noch weiter gelevelt haben. Und beim Yokai sind wir auch kurz vorm Ende. Drei zurückerlernt.
Ja, da piepst schon meine Uhr und ich hoffe, wir sehen uns. Moment, können wir. Jo. So. Jetzt gehen wir hier raus, weil wir haben alles entdeckt. Was kann die Schleife? Band, das die meisten Statuseffekte aufhebt. Ein geheimnisvolles Band, das seinen Ursprung im Zeitalter der Mythen und die Macht besitzen soll, üble. Ah, okay, so muss ich scrollen. Üble Leiden abzuwehren. Selbst die männlichsten Männer schlucken ihren Stolz herunter und nutzen dieses Accessoire, das eigentlich für Frauen gedacht ist. Gibt 11 Abwehr, 3 magische Abwehr und Immunität. Ach du Heiliger. Ich würde sagen. Ah, das ist ein Helm. Gekauft, würde ich sagen. Da können wir hier nämlich sogar was nehmen, was uns vielleicht mehr magischen Angriff gibt. Nee, wozu magischen Angriff? Wir können sogar mehr Angriff nehmen mit ihr. Ja. Das werden wir beim nächsten Mal ausloten. Aber erstmal teleportieren wir uns raus, um dem Ganzen zu entkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.